Investitionen in Europa, eine Chance für alle Anleger. Europäische Unternehmenslenker agieren heute zukunftsorientierter als europäische Staatslenker. Ein aktiver europäischer Aktienfonds, das Renditevehikel der Wahl. Durch Europa erfolgreich global investieren. Europäische Anlagen, in Dividenden investieren, nicht in Zinsen. Guten Tag und herzlich willkommen in Berlin. Unser heutiges Thema bei Meingeld TV: richtige Anlagechancen in Europa. Die Schuldenkrise ist vorbei, dennoch haben sich einige Länder noch nicht erholt. Daher sind Investoren verunsichert und investieren weiterhin in internationalen Märkten, um letztendlich ihr Portfolio zu diversifizieren. Doch ist das die richtige Strategie? Europa bleibt weiterhin lukrativ und interessant für Anleger. Da haben wir heute Experten eingeladen, um über die richtigen Anlagechancen in Europa zu sprechen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich unseren ersten Gast, Herrn Detlef Gloff, Leiter der Fondsanalyse für Europa, den Mittleren Osten und Afrika bei Lipper, dem größten Fondsanalysehaus der Welt. Guten Tag. Guten Tag. Herrn Carlos Böhlis, Head of Institutional Sales Germany in Austria, Schroder Investment. Guten Tag. Herrn Patrick Linden, Managing Director bei Rouvier Associés, Niederlassung Deutschland. Guten Tag. Schönen guten Tag. Herrn André Brodnik, Head of Germany, Switzerland und Austria bei Jupiter Asset Management. Einen wunderschönen. Herrn Richard Zellmann, CFA, Geschäftsführer First Private Investment Management, KG GmbH. Guten Tag. Guten Tag. Herr Gloff, warum sind Anlagemöglichkeiten in Europa für den Investor interessant? Naja, wenn man es sich anschaut von der Ausrichtung der europäischen Unternehmen her, ist es natürlich so, dass wenn ich in Europa oder in europäische Unternehmen investiere, ich von der gesamten Weltwirtschaft profitiere. Die europäischen Unternehmen liefern nach Asien, liefern nach Amerika, lassen aber auch gleichzeitig in Asien produzieren und hat das Ganze noch in der Regel ohne Währungsschwankungen. Ja, ich meine, da haben wir, glaube ich, schon in Europa eine deutliche, eine sauberere Bilanzen, wie es vielleicht in dem einen oder anderen Schwellenland tatsächlich der Fall ist. Ja. Ich glaube, dass die Aktienkultur in Europa so gewachsen ist über die Jahre, dass ja auch die Wirtschaftsprüfer hier einfach so viel mehr Know-how reinbringen, wie es teilweise halt in Asien nur mal bei kleineren Unternehmen, ich würde mal sagen, bei den Großen ist es sicherlich alles fein, wunderbar, ja. Aber es gibt ja auch genügend kleine Unternehmen in Asien, wo man jetzt nicht unbedingt so 1000-prozentig sagen kann, das ist alles 100% in Ordnung. Für mich ergibt sich noch ein ganz anderer wichtiger Punkt, weil wir uns die Märkte auch regelmäßig sehr genau anschauen in puncto auf die Bewertung der Unternehmen. Und was wir festgestellt haben, ist, dass wir letztendlich die Entwicklung der Emerging Markets ja seit dem Jahre 2000 feststellen. Seit 2000 ungefähr hat sich ja China vor allen Dingen liberalisiert und ist aufgestiegen zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht nach den USA. Und daneben gibt es natürlich noch die anderen BRIC-Staaten, die wir uns anschauen. Und was wir inzwischen feststellen können, ist, dass es eben ja einen sehr, sehr starken Anstieg an Löhnen und Gehältern in diesen Ländern gegeben hat, was dazu geführt hat, dass die durchschnittlichen Return on Equities, also die Eigenkapitalrentabilitäten vieler Emerging Markets Firmen, heute gar keinen besonders großen Vorteil mehr zu den europäischen Firmen liefern. Lassen Sie mich vielleicht noch einen weiteren Punkt anführen, warum es im speziellen Europa so interessant ist zum jetzigen Zeitpunkt. Ich denke, wir müssen uns auch vergewissern, wo wir eigentlich herkommen. Wir hatten vor 5, 6 Jahren das Gefühl, die Welt ist zum Ende gekommen und wir haben eine riesen Finanzkrise erlebt in 2007 Richtig. Und 2008. Europa hatte zudem noch eine zweite Krise zu bewältigen, die man Staatsschuldenkrise vielleicht genannt hatte oder die Euro-Krise. Das hat dazu geführt, dass erst in den letzten 2 Jahren die europäischen Märkte angefangen haben, sich wieder neu zu rekalibrieren. Wir sehen im Grunde jetzt seit Mitte 2012, dass Europa nachholt und ich denke, wir haben noch ein immenses Nachholpotenzial, insbesondere zu anderen internationalen Regionen. Trotzdem stelle ich diese Frage nochmal, was gibt es für Vorteile für den Investor, warum er in Europa anlegen soll? Sie sagen, Vertrauen kommt zurück. Wenn ich das jetzt mal zusammenfassen soll? Vertrauen kommt zurück. Wir haben im Grunde genommen es hier mit einer Nachzüglersituation zu tun, wenn Sie sich die Märkte im Vergleich anschauen, Europa zu USA. Aber was bringt es dem Investor? Der Investor soll einfach glauben, es ist jetzt vorbei mit der Schuldenkrise und es wird alles gut. Ist es der Grund, weshalb man in Europa investieren sollte? Nein, es ist natürlich nicht alleinig der Grund. Ich denke, die Situation ist deswegen ganz charmant, weil wir zwei
Szenarien haben. Entweder die wirtschaftliche Situation verbessert sich für die Unternehmungen und wir sehen, dass sich die Unternehmungen im Grunde auch in den Peripherieländern aufgrund der drastischen Strukturmaßnahmen, die dort getroffen werden, die Situation sich verbessern. Dann spricht das für die Aktienmärkte, weil wir werden das in den gewinnenden Unternehmen sehen mit steigenden Kursen. Sollte das nicht der Fall sein, bin ich davon überzeugt, dass die Europäische Zentralbank alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um eine Abwärtsspirale, ein Abgleiten in ein deflationäres Umfeld entgegenzuwirken. Und man wird möglicherweise weitere unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen ergreifen, die als Nebeneffekt, wenn Sie so wollen, positiv für Aktienmärkte sein werden in Europa. Sie wollten was sagen? Ja, die am meisten gestellte Frage der letzten Jahre, eigentlich, wenn es um die Vermögensanlage geht, ist ja, wie kann ich trotz des sehr niedrigen Zinses noch irgendwie einigermaßen vernünftige Erträge erzielen. Und die Antwort kann allein nicht heißen Aktien, aber in Zeiten niedriger Zinsen sind Dividenden besonders interessant. Und Dividenden sind gerade in Europa besonders hoch, wenn man sich also die soliden, auch deutschen Unternehmen natürlich, aber auch europäischen Unternehmen anschaut und sich die Dividendenrenditen mit vergleichbaren Unternehmen in Amerika oder anderen Ländern der Welt anschaut, dann wird man feststellen, man erhält hier eine Dividendenrendite von 4, 5, manchmal 6% bei sehr solide geführten und auch gar nicht so schlecht wachsenden Unternehmen. Und genau das, glaube ich, führt dazu, dass die internationalen Kapitalflüsse, also die Kapitalnachfrage, in Richtung Europa geht. Und genau da sollte man sein, nämlich dort, wo in Zukunft die Kapitalflüsse hingehen. Das große Credo sollte eigentlich lauten, dass Europäer mehr auch dann die Opportunitäten wahrnehmen, wenn Kurse günstig sind und nicht erst dann, wenn sie schon teuer sind. Gibt es aus den Erfahrungen der letzten Jahre Faustregeln, wie erfolgreiche Anlageprodukte in Europa aussehen? Meiner Erfahrung nach gibt es zwei Faktoren, die maßgeblich die Renditen am europäischen Aktienmarkt bestimmen. Das sind einmal Qualitätskriterien, Unternehmen guter Qualität, darunter versteht man Finanzkraft, Profitabilität und die Nachhaltigkeit der Erträge. Und zum anderen Bewertungskriterien, ist Wert in den Unternehmungen zu finden. Und ich denke, es ist wichtig und auch man sollte das auf jeden Fall berücksichtigen, dass wenn Sie nur auf Qualitätstitel achten, laufen Sie gerne Gefahr, dass Sie für gute Unternehmen einfach zu viel bezahlen. Das heißt, Sie müssen einen Cross-Check machen und überlegen, wie viel kostet eigentlich das gute Unternehmen und lieber mal ein bisschen zuwarten, bis dieses Unternehmen wieder günstiger am Markt zu kaufen ist. In gleicher Weise, wenn Sie nur auf Bewertung achten und die Qualität eines Unternehmens außen vor lassen, laufen Sie meines Erachtens Gefahr, dass Sie Unternehmungen erwischen, die möglicherweise aus einem bestimmten Grund billig bewertet werden. Auch hier wäre sozusagen der Cross-Check auf die Qualität zu achten. Bei uns, bei Schroders Investment, haben wir ein Produkt, was das in hervorragender Weise miteinander kombiniert, diese Fokussierung auf Value und auf Qualität. Ein Unternehmen, das ist der Schroders Euro Equity Fonds, der in Aktien der Eurozone investiert und hier vor allem auf die richtige Balance zwischen Werthaltigkeit und Wachstumsaussichten der Unternehmen Wert legt. Ja gut, welche Erfahrungen haben wir gemacht die letzten 6 Jahre? Dass Erfahrung zählt. Ich, und zwar der Fondsmanager. Ich denke, das ist sicherlich etwas, was in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist. Weil wenn man vor 5 Jahren als Fondsmanager angefangen hat, dann konnte man nicht so viel falsch machen, egal was man gemacht hat. Und ich glaube, dass man, wenn man Fondsmanager hat, die schon sehr, sehr lange im Markt tätig sind, nehmen wir unseren Kollegen Alexander Davel, der den Jupiter European Growth Fund managt, der ist seit 1995 bei Jupiter und macht europäische Aktien. Der hat natürlich alle Ups and Downs gesehen und hat natürlich sehr, sehr viel Erfahrung auch gesammelt durch die verschiedenen Krisen, aber auch Chancen. Das darf man ja nicht vergessen. Ich meine, wir hatten ja die letzten Jahre auch sehr, sehr viele Chancen. Und was für mich da halt einfach unglaublich ist, ist, dass er mit einer sehr geringen Umschlagshäufigkeit des Portfolios, nämlich gerade mal 30% im Jahr, bei einer vergleichbaren Volatilität die letzten 5 Jahre eine Outperformance von 40% gegenüber dem europäischen Aktienindex generiert hat. Also das ist auch etwas, wo wir den Anlegern nur raten können. Guckt euch auch die Erfahrung des Fondsmanagers an. Wie lange gibt es die Gesellschaft am Markt? Wie lange ist denn der Portfolio-Manager da? Weil diese Erfahrung, die werden wir auch in den nächsten Jahren brauchen, weil wir werden immer Volatilitäten haben, wir werden auch immer Krisen haben. Das heißt, diese Kombination vielleicht idealerweise, was ich schon mal angesprochen hatte, mit einem ratierlichen Sparplan, ist sicherlich etwas, was dem Anleger sehr gut tun wird.
Man muss sich die Frage stellen, wo in der Vergangenheit die Performance herkam und wo möglicherweise sie demnächst nicht mehr herkommen wird. Deswegen musste man sich sukzessive verabschieden von reinen zinsabhängigen, aber auch reinen aktienabhängigen Anlagen. Man sollte sich also möglichst breit diversifizieren, alle Vehikel nutzen, die dafür notwendig sind. Wir bei First Private haben es beispielsweise gelöst, indem wir vor 6 Jahren einen Fonds gegründet haben, der sich nennt First Private Wealth, ein Multi-Asset, Multi-Strategy Fund, der wirklich sehr flexibel mit Europa-Fokus, aber dann doch global investieren kann, währungsgesichert, da wo es notwendig ist, aber wirklich sonst auch alle möglichen, auch marktneutralen Long-Short-Strategien, also Vehikel tatsächlich, die es möglicherweise früher noch nicht in der Form für den einzelnen Anleger, für den Endanleger gab, umzusetzen. Und ich glaube, das ist unsere Regel Nummer eins, nicht zu zinsabhängig zu investieren und nicht zu aktienabhängig zu investieren, sondern sehr, sehr breit ausgewogen zu diversifizieren. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass wir bei Rouvier Associés jetzt entsprechend schon seit 23 Jahren einen Fonds managen, der nennt sich Rouvier Valeur, und der setzt eben auf Qualitätswerte. Und seit 2003 haben wir einen Ableger davon entwickelt, der sich eben auf europäische Titel konzentriert, der nennt sich Rouvier Europe. Und der Auswahlprozess ist in beiden Fonds letztendlich identisch, was eben die Qualität der Titel anbelangt. Und wir gehen halt dementsprechend vor, dass wir entsprechend mehr in Unterbewertung investieren, wenn uns vor allen Dingen Titel mit hoher Unterbewertung angeboten werden an den Kapitalmärkten. Und das ist genau das, was wir eben 2008 und 2009 sowie 2011 gesehen haben und anfangen umzuschichten, wenn wir eben wieder auf faire Bewertungsniveaus zurücklaufen in Titel, die eher ein, ja, nicht so viel Unterbewertung haben, aber ein hohes inneres Unternehmenswertwachstum, wovon der Investor langfristig profitieren wird. Und was für uns ganz wichtig ist in diesem Umfeld, ist, dass es natürlich viele aktive Fondsmanager gibt, die haben Star-Manager. Da steht letztendlich eine Person im Vordergrund, die hat hohes Talent und viel Erfahrung. Wir halten uns an einen entsprechenden Analyseprozess, an einen Stockpicking-Auswahlprozess, der es uns halt entsprechend hilft im Team. Wir arbeiten mit einem Team von 12 Fondsmanagern, die letztendlich für alle Strategien gemeinschaftlich verantwortlich sind und die es uns halt wirklich schaffen, rational in diesen Stresssituationen auch Entscheidungen zu treffen. Herr Zellmann, welche Vorteile bieten Anlagen in Europa den Investoren und wo liegen die Risiken? Also Vorteile sind zum Beispiel die hohen Dividendenrenditen. Also wenn man sich die schönen Dividendentitel anschaut, dann kann man schon vermuten, dass man langfristig einen ganz guten Ertrag wird erzielen können. Aber das große Risiko ist eben, dass wenn man sich einfach nur die Titel ins Portfolio legt mit den hohen Dividenden, dass man dort ganz andere Erlebnisse hat, als man sich die vorgestellt hat. Das heißt also, man muss aktiv wirklich eine Jagd auf die besten Dividendentitel betreiben, wo man auch berücksichtigt, dass man zum Beispiel Aktienrückkäufe ähnlich wie Dividenden als Ausschüttung an den Investor betrachten kann. Ich will ein Beispiel nennen aus unserem Hause. Wir haben nicht viele Fonds, aber einen davon möchte ich gerade nennen. Ein Fonds, der sich ausschließlich mit den europäischen oder Euroland-Dividendentiteln auseinandersetzt, nennt sich First Private Euro Dividendenstaufer. Ein Fonds, der seit den 90er Jahren im Grunde gleichgewichtet die 35 attraktivsten Dividendentitel in den Vordergrund stellt. Wir bieten einen Fonds, der nennt sich Jupiter Dynamic Bond Fund. Wir nennen ihn, ist ein Global Unconstrained Bond Fund. Das heißt, er kann Anleihen in Staatsanleihen investieren, der kann in Unternehmensanleihen investieren, zu einem ganz kleinen Teil in Wandelanleihen investieren, er kann in Nachranganleihen investieren. Also das gesamte Spektrum aller Anleihen weltweit. Was wir halt machen, ist, damit wir es für einen europäischen Anleger passend gemacht haben, ist es, dass wir sagen, mindestens 80% des Fondsvolumens ist in Euro gehedged. Wenn ich nur, weil ich jetzt die letzten 10 Jahre mit meinem europäischen 8 Jahre Duration Rentenfonds 160% plus gemacht habe und davon ausgehe, dass ich mit europäischen Renten, das werde ich nicht in den nächsten 10 Jahren erreichen. Wenn die Leute überhaupt schon in Fonds investiert haben. So ist es. Also ja. Wir haben nämlich heute 2 Billionen Euro, 2000 Milliarden Euro lagern auf Girokonten, auf Festgeldkonten und auf Sichteinlagen. Und in der Presse steht zwar, wir haben keine Inflation mehr, aber de facto haben wir eine Inflation. 2 Drittel des deutschen Warenkorbes setzt sich zusammen aus Energiekosten, aus Wohnkosten, aus Kosten für Pkw und Verkehr, aus Nahrungsmitteln. Und das sind Dinge, die in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gestiegen sind, mit Inflationsquoten um die 2-3%. Aber de facto haben wir eine Inflation. Und was für uns in unserem Haus das größte Risiko für den Investor in Europa und in Deutschland ist, ist, dass er seine reale Kaufkraft substanziell
Tag für Tag vernichtet aufgrund von Inflation und Steuern, die er auch noch auf seine mickrigen Zinsen, die er bekommt, entsprechend zahlen muss. Und deswegen, wenn, wir sind ja schon einen Schritt weiter gewesen jetzt hier mit der Aussage, derjenige, der den und den Fonds hat, dann ist das ja schon mal ein guter, weil er hat sich überhaupt schon mal Gedanken um das Thema gemacht. Das heißt, das größte Risiko, wenn ich Sie verstehe, ist, wenn er das Geld auf der Bank lässt. Genau, denn wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass wir 2% Inflation haben, dann ist das eine Realkapitalwertvernichtung in 20 Jahren von ca. 30%. Sollten wir aufgrund der Maßnahmen, die die EZB jetzt vorangetrieben hat, eben so günstige Zinsen auf den Markt zu schmeißen, damit die Inflation endlich anspringt, und heute stand es auch im Handelsblatt, dass man davon ausgeht, dass 2016 wir wieder Niveaus von 1,6-1,8% erreichen werden, sagen wir gehen historisch wieder auf den Durchschnittswert von 3% Inflation, dann ist das in 20 Jahren eine Realkapitalwertvernichtung von knapp 50%. Es gibt noch ein Risiko, was ich noch größeres Risiko finde, als es auf dem Sparbuch zu haben, nämlich genau in der Spitze dieser unglaublichen Blase, die wir dort sehen, jetzt in klassischen Mischfonds zu investieren mit 50% Renten, 50 Aktien oder welcher Mischung auch immer. Das ist ein Risiko, was ich noch mal höher einstufen würde, weil wir da eine der größten Blasen erleben jetzt der letzten Jahrzehnte. Jetzt muss ich Sie unterbrechen. Wie erkennt denn ein Investor, dass dieser Mischfonds eine Blase ist und dass der andere vielleicht keiner ist? Deswegen sage ich, man muss sich dort auch, sagen wir mal, zum Beispiel Ratingagenturen bedienen oder Analysten bedienen, die einfach auch genauer aufdröseln, wo die Performance wirklich hergekommen ist. Also da muss man den weiten Weg eben gehen oder man lässt die Finger davon. Das heißt also, der Berater draußen hat am Ende die Aufgabe, das zu transportieren, auch die Frage zu beantworten, wo kam denn die Performance in der Vergangenheit her? Darf sie auf keinen Fall herkommen? Aus langen Rentenpapieren, wenn sie dort klare lange Aussage. Herkam. Das Zweitens. Ist ganz klar. Und Aktien ist okay, aber das sollte nicht das alleinige Thema sein. Es sollte also ein möglichst breit angelegtes Portfolio sein. Also wenn man sagt, ich habe einen Mischfonds und das ist meine Kapitalanlage, mehr mache ich nicht, dann ist es die falsche Lösung. Na, da möchte ich widersprechen an der Stelle. Entschuldigen Sie, Herr Zellmann, denn ich glaube, dass Mischfonds schon eine Möglichkeit sind, wenn der Mischfondsmanager in der Lage ist, die Situation auch zu erkennen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Weil was Sie eigentlich sagen, ist, dass der Kunde nicht einfach nur auf Past Performance schauen sollte und nicht nur Past Performance kaufen sollte, weil ein Fonds jetzt einfach toll gelaufen ist. Sprich im Durchschnitt. Aber der Manager nichts ändert an seiner Art und Weise, wie er investiert. Dann ist das natürlich ein Problem. Ich denke, für mich ist das Wichtigste, dass das größte Risiko ist, kein Risiko zu nehmen, weil unsere Branche, wir als Asset Manager, werden nicht dafür bezahlt, Risiko zu vermeiden, sondern wir werden dafür bezahlt, Risiko bewusst einzuschätzen und für den Anleger zu managen. Deswegen, Risiko komplett aus dem Weg zu gehen, ist für mich keine zielführende Strategie. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema richtige Anlagechancen in Europa.